Heute geht's um die Items in Assassin's Creed Odyssey. Wenn auch ihr zur krassesten Cassandra werden wollt, solltet ihr euch das hier vielleicht reinziehen. Auch in Assassin's Creed Odyssey wird es wieder Item-Abstufungen geben, so wie wir das aus Origins schon kennen. In Odyssey wird es so sein, dass wir Items verschiedener Qualität finden werden, und zwar Standard, das ist dann Grau, Bronze bzw. Braun, das ist dann Rar, blaue Items werden episch sein und die gelben legendär. Das bedeutet natürlich, wir wollen nur noch legendäre Items und alles andere verschrotten wir. Wie es dann im Spiel aussieht, weiß ich noch nicht, aber das ist dann doch so der Standardablauf, den wir eben dann haben mit diesen vier verschiedenen Raritäten, die auch wirklich Standard im RPG-Genre sind. Die Farben sind leicht verändert, aber eine Innovation ist das nicht. Die Frage ist natürlich, wie kommt ihr überhaupt an diese Waffen? Was lässt das System zu? Und eine der Hauptmöglichkeiten ist wirklich so banal wie cool. Ihr könnt sie in der Open World finden. Das heißt, ihr geht einfach die Gegend erkunden und irgendwo seht ihr am Wegesrand eine Höhle. Die Höhle ist für keine Quest relevant, eigentlich überhaupt nicht von Interesse, und ihr geht einfach mal rein, findet da einen kleinen Dungeon, eventuell sogar ein Rätsel, und werdet am Ende dafür mit einer legendären oder epischen Waffe belohnt. Richtig cool, wie ich finde, gerade diese Bedeutungslosigkeit von kleinen Sachen quasi am Rande des Spiels machen die Spielwelt lebendig und voll, und dadurch, dass ihr da eben dann was finden könnt, ist das eben besonders nochmal unterstrichen, wie ich finde. In diesem Gameplay-Material von Joraptor sehen wir, wie er einen legendären Bogen des Hades findet. Dieser Bogen ist ziemlich gut und auch den hat er halt nebenbei beim Questen einfach so gefunden, ziemlich zufällig, und ihn dann natürlich direkt erstmal ausgerüstet. Er meint, der fühlt sich so an wie ein Jagdbogen in Assassin's Creed Odyssey, was er auch generell zu allen Bogen in diesem Spiel sagt. Das heißt, jeder Bogen fühlt sich im Endeffekt so an wie ein Jagdbogen damals in ACO. Das waren jetzt nicht wirklich meine Lieblingsbögen, muss ich zugeben, aber ich bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt in Odyssey dann wirklich anfühlen wird. Die Waffe bringt neben einem wirklich edlen Look natürlich auch noch ein paar gute Stats mit. Einmal grundsätzlich 10% mehr Hunter Damage. Das bedeutet der Schaden, den ihr eben mit Fernkampfangriffen macht, beziehungsweise Fähigkeiten aus dem Hunterbaum. Ihr erhaltet eine 5%ige Crit Chance, das heißt 5% Chance, dass euer Pfeil kritisch treffen wird. Kritische Treffer machen im Regelfall doppelt so viel Schaden, in manchen Spielen 50% mehr Schaden, in manchen Spielen 200% mehr Schaden, aber im Endeffekt werden wir das dann natürlich erst sehen im Hauptspiel, wenn es released wird, wie viel Schaden das konkret wird. Aber ich denke mal, es werden wahrscheinlich doppelt so viele Schadenspunkte dann sein im Endeffekt. 5% Chance habt ihr, das ist nicht sonderlich hoch, aber erfahrungsgemäß kann man das Ganze dann eben noch summieren mit weiterer kritischer Trefferchance. Als weitere Eigenschaft ist dann noch drauf, -1 Adrenalin für den Overpower-Angriff. Der Overpower-Angriff ist richtig stark und kostet dadurch hier in dieser Demo, in dieser E3-Version, nur noch ein Adrenalin. Das war total overpowered. Alle, die das gespielt haben, sagen, okay, in dieser Form wird es nicht ins Hauptspiel kommen. Das heißt, darauf wollen wir uns eigentlich gar nicht verkrampfen, nicht konzentrieren, sondern vielleicht nochmal mit der weiteren legendären Eigenschaft befassen, und zwar Basic Arrows become Fire Arrows. Ihr seht hier, das ist Stufe 1 von 5 möglichen Stufen. Das bedeutet, ihr könnt auch später andere Pfeile entzünden, wahrscheinlich, wenn dieser Bogen abgelevelt wird, beziehungsweise wenn ihr eine bessere Version des Bogens findet. Im Kampf bedeutet das für euch, ihr schießt auf den Gegner und füllt so eine Flammenanzeige auf, und wenn die aufgefüllt ist, dann macht ihr Feuerschaden. Erst dann, nicht wie in Origins damals, als ihr einfach draufschießen konntet und die Gegner haben einfach lichterloh gebrannt. Das war ziemlich cool, aber teilweise auch wirklich unbalanced, und ihr habt die ganze Gegend entzündet, was jetzt halt dann nicht mehr so der Fall sein wird. Von daher ist das eine spannende neue Änderung, die sich natürlich auch auf das Gameplay auswirken wird. Alternativ zum entflammbaren Bogen gibt es natürlich noch die Feuerschale. Mit einer Feuerschale seid ihr wirklich immer in der Lage, Gegner zu entflammen, oder ihr habt so einen Spell, den ihr benutzen könnt. Damit könnt ihr auch eure Pfeile entzünden oder alternativ eure Nahkampfwaffe. Auch eine wirklich innovative, lustige Methode, die Spaß in der Benutzung machen kann und so ein bisschen vom Standard, dem Bogen mit Feuerpfeilen, abweicht. Teilt mir doch gerne mal eure Meinung zu diesem Bogen in den Kommentaren mit. Ich bin gespannt, den in Action zu sehen. Hades Bogen, ein sehr attraktiver Name, wie ich finde, und ich freue mich wirklich darauf, den zu benutzen. Noch mehr freue ich mich auf legendäre Rüstung, und dazu erzähle ich euch dann in einem anderen Video mehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video zu Assassin's Creed Odyssey. Bis zum nächsten Mal, euer Fragnard.